weiter geht's mit Lady Sire. Autsch. Fängt ja gut an. Bei den Schildkröten, bei diesem hässlichen Fieder, das mich tatsächlich schlagen würde. Obwohl ich eigentlich hier bin, um seine Artgenossen zu retten. Weil Aya will ja... Was? Aya? Falsches Spiel, verdammt. Sire will ja die Schildkröten befreien. Hat sie auf jeden Fall was gesagt. Ja. Weshalb auch immer uns die Schildkröte dafür böse ist. Versteh's nicht. Hey! Ja, und warum ist dieses Fischernetz verletzt? Das ist mir auch irgendwie ein Rätsel. Ja! Gut. Ich fall durch die Leiter durch. Und die... Ja. Wieder so eine tolle Stelle. Ja, weiter bitte. Ich will nicht probieren, was passiert, wenn ich die Zeit ablaufen lasse. Vermutlich, oh, spielen Sie bitte das komplette Spiel nochmal, weil Sie haben sich zu spät für Ja entschieden. Ich würde dem Spiel zutrauen, wirklich. Ja, Sire, ist in Ordnung, wir befreien du, sammeln die Schildkröten. Ich wette, wenn mich diese Riesenschildkröten da unten treffen würde, instant death. Weil, hallo, ihr habt das Vieh gesehen, das ist riesig. Hier runter, Geisel befreien, hier nach unten sehen, und man sieht es wirklich nur ganz knapp, wo man hinspringen darf. Und hier werde ich auch immer getroffen, für jede Stelle, ja. Gut, jetzt aber, ja, gut. Oh, Zwischenspeicher, cool. Ich hätte mir so viel ersparen können. Moment, schleichen. Kann ich nicht. Hä? Ich kann den irgendwie nicht richtig töten. Vielleicht mit Magie! Bams! Oh! Oh! Cool! Ich habe irgendwas aktiviert. Ich will irgendwie da rein. Oh! Hätte nicht mehr geglaubt, dass das funktioniert. Oh, Herz! Was habe ich jetzt aktiviert? Komme ich da rüber? Ist hier so eine Todesschildkröte? Ja. Nein, ich will bitte hier hoch und dann hoffe ich, dass ich darauf stehe. Ah, okay. Störst du mich? Nein, irgendwie nicht. Du bist ja gar zu dumm, um dich... Nein, du bist nicht zu dumm, um dich umzudrehen. Tut mir leid, ich wollte dich irgendwie nicht kritisieren. Ups. Ich kann irgendwie laufen, wenn ich das aufgeladen habe. Nein, sieht bloß so aus. Ah, egal. Genug gespielt. Ja, toll, jetzt habe ich keine Magie mehr. Den auch irgendwie so vernichten. Ganz langsam. Anscheinend nicht. Sag nicht, ich brauche jetzt unbedingt Magie, um die zu töten. Das wäre ja bescheuert. Moment mal. Was? Irgendwie funktionieren meine Zauber nicht. Ja, schön! Oh, da unten auf dem Side entlang vielleicht. Ja, natürlich, warum auch nicht? Weil es guter Selbstmord ist. Oh mein Gott. Ja, komm bitte her. Kiste. Liebe Kiste. So vielleicht? Oh mein Gott, jetzt... Hebel betätigen, bis er abbricht. Verstehe, ich muss das genau timen. Ah! Oh mein Gott. Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Ja. War auch irgendwie offensichtlich nicht.
nicht da nach unten fallen. Ah ja, und da die Geisel habe ich auch vergessen. Holen wir uns. Und da den, wie heißt das Ding? Ja, den Hebel muss ich ja... Hallo? Den Hebel muss ich ja auch noch betätigen. Hier hast du... Bams! Was? Ich habe Magie gegen dich gefeuert. Braucht verdammt viel Magie. Gefällt mir nicht. Betätige den Hebel. Danke. Ich weiß ja nicht, was es mir bringt, aber... Egal. Gut, nein, ja. Nein. Na. Achso, einfach so. Moment, kann ich das jetzt in einem Zug machen? Und drauf. Gut. Ja, ich bin runtergerutscht irgendwie. Ich habe mich nicht bewegt. Geht das auch irgendwie, dass ich da hochkomme, ohne getroffen zu werden? Nein, gut, danke fürs Gespräch. Betätige den Hebel, das macht irgendwie nicht so gern. Hebel tun dir doch nichts, Saya. Also bitte stell dich nicht so an. Ja, und ich weiß, ich habe überall Diamanten übersehen, aber... Stört mich nicht. Ja. Wow. Ja, und nun? Und nun? Ja, wenn ich da unten bin, dann habe ich keine Chance mehr, offensichtlich. Cooles Spielsystem. Moment, austricksen. Ja, verstehe nicht, wie ich den machen muss, ohne getroffen zu werden. Ja, und ich habe irgendwie auch gleich kein Leben mehr, mit anderen Worten. Der Checkpoint ist auch für nichts mehr. Für den Arsch. Moment, 1, 2. Ja, warum eigentlich nichts? Gehe ich hier entlang? Ich habe ja jetzt eigentlich Magie. Und kann den Typen hier vernichten, hoffe ich doch. Was? Ja. Wobei das... Ja, dachte mir doch, sieht nicht so aus, als ob ich da irgendwas tun könnte. Oh, Geisel, schön. Hier irgendwo hoch? Nein, es ist für überhaupt nichts gut. Verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Tut mir leid. Ich verstehe viele Dinge nicht in diesem Spiel. Kann das sein? Nicht wieder runterrutschen, bitte. Nein. Etwa hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bewegst du dich? Nein, bewegst du dich? Nein. Von mir aus könnte das Level jetzt langsam, aber sicher zu Ende gehen. Ich will da noch sehen, was hier oben ist. Hier oben nämlich. Oh, eine riesige, verfickte Schildkröte. Treffe ich dich so bitte? Nein. Treffe ich dich so? Bams. Ja, so treffe ich dich. Vielleicht gibt es ja hier noch was Tolles. Nein. Aber vielleicht war der Schalter für irgendwas gut. Möglicherweise. Weiß es irgendjemand? Nein, ich zumindest nicht. Ah. Okay. Für was auch immer die ganzen Schalter da waren. Hm? Ach so. Ach so, der Haben. Alles klar, ich frage gar nicht erst nach. Oh, und düstere Wolken ziehen auf am Himmel. Bam, bam, bam. Was? Die Schildkröten warten. Bevor sie einziehen können, muss ich noch die Unterwassermaschinen zerstören. Ja, Schildkröten ziehen irgendwo ein. Und ihnen tun die Unterwassermaschinen nicht gut. Ein Fisch. Ein Fisch. Der sieht falsch aus. Wow, 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 was ist los? Wow.
Was geht ab hier mit dem Spiel? Bullet Bill Time oder wie? Nicht hier hoch, gut, ich hab's kapiert, darüber auch nicht. Langsam spielen bitte. Kann ich den Fisch irgendwie abschießen? Nein, aber da kann ich bestimmt rein, Tatsache. Was bist du bitte? Irgendwas Hässliches. Und da ist ein Trank, den ich nicht mitnehmen kann. Die Steine sehen auch irgendwie seltsam aus. Findet ihr nicht? Ich meine, ja. Das ist optional. Danke für überhaupt nichts. Also, ja. Cool, wenn ich das einsammeln kann, aber. Ja. Aber der Trank hier, viel macht nicht. Ups. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ja, war das jetzt klug? War das doof? War das. Ich weiß es doch nicht. Kann ich hier nach unten? Sieht nicht wieder da rein. Nach unten kann ich wohl nicht. Also, besser gesagt, ich will es nicht versuchen, weil. Es würde mit meinem Tod enden. Dann eben wieder zurück. Wow! Oh, ich hätte es beinahe vergessen. Kann ich hier nach unten irgendwo? Ja, schön. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich zu tun habe. Au! Ja doch, es geht da nach unten lang. Habe ich vergessen. Oh, Herzchen! Und hier ist wieder Schluss. Moment. Das, muss ich tatsächlich von. Das sieht auch komisch aus. Muss ich jetzt tatsächlich von da oben einfach mal frei. Einfach mal ins Nichts springen oder was? Blind Jump quasi. Wie ich das liebe. Von der höchsten Stelle bitte. Die ist hier. Geronimo! Oh. Irgendwie hat es geklappt. Nach unten, bevor du getroffen wirst. Dann eben nicht. Den zerstören wir so, weil der ist dumm, haben wir festgestellt. Das ist eine Kanone, kann ich da rein? Ich kann da rein. Er weint. War das eine Unterwassermaschine? Das ist jetzt ganz kaputt. Ja. Weil vorhin, als ich dagegen geschlagen habe, konnte man quasi den Treffer hören. Mit anderen Worten, dass es was nützt. Ihr versteht schon. Hm. Kurz den Rhythmus lernen. Verstanden? Ja, Eagles. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, Zwischenspeicher wäre jetzt ziemlich geil. Moment, dich hole ich so nach hinten. Nein, tue ich wohl nicht. So. Das war klar, wollte ich sagen. Oh. Oh, das ist quasi ein Zwischenspeicher hier. Oh, danke. Ist sie jetzt kaputt? Ja, das Rad ist nicht mehr da. Das Steuerrad. Ich weiß es nicht. So, vernichtet hier. Aber wie gesagt, es hätte zwei Wege gegeben. Ja, ja, gesehen. Eagles. Ja, weil da gibt es ein Herzchen, das ich unbedingt haben möchte. Dann werde ich diesen Pfeil- und Bogen-Typ da vernichten, weil der geht mir sowas von auf die Nerven. Sehen nach, was es hier oben gibt. Bestimmt wieder eine Geisel. Offenbar gar nichts. Gut, scheiß auf den anderen Weg. Ich bleib hier. Lololo. Magie. Wieder so ein Fisch. Was ist der gut, bitte? Bam, ist tot. Na, wo ist die Kanone? Da, Eagles. Ja, da habe ich natürlich nicht nach unten fallen, nein. Ja, der Eagle habe ich natürlich getroffen. Oh, das war klug. Das war wirklich klug. Mein Gott, viel zu viele Wege. What?
Ja, ich. Ja. Springende Kanonenkugel. Fick dich! Ja, hier. Ja. Okay, Leute, im nächsten Part versuchen wir erneut diesen komischen Hafen da. Also, bis zum nächsten Part, macht's gut und tschö.